Die Veranstaltung zur Verleihung der Boutiquen Awards 2023 findet in ein paar Minuten statt, geht gleich los. Und ich freue mich sehr, dass ich Anja Schlick von Hauck Aufhäuser Lampe bei mir habe. Hallo, Frau Schlick. Hallo, guten Abend. Ich freue mich sehr. Frau Schlick, die Märkte sind ja ein bisschen schwieriger geworden. Das gilt natürlich auch für die unabhängigen Asset Manager, für die Fondsboutiquen. Wie schlagen die sich? Gibt es bestimmte Bereiche, wo Sie sagen, Mensch, da kommen Sie wirklich noch voran? Ja gut, die Märkte sind natürlich erstmal für jeden gleich und sie sind in der Tat wirklich schwierig und man weiß auch nicht, ob sich das ändert in nächster Zeit. Aber es fällt schon ganz deutlich auf, dass die Fondsboutiquen einfach sehr viel flexibler sind, schneller in ihren Anlageentscheidungen und sich dadurch verhältnismäßig am Markt sehr, sehr gut schlagen. Also man kann das sehr, sehr genau beobachten, ne? Die Reaktionszeiten sind einfach kürzer. Und dadurch entsteht eine tolle Performance. Insofern hoffe ich, dass das auch den Investoren auffällt. Wir haben ja jetzt über viele Jahre hinweg eine Phase gehabt, wo die Märkte geflutet wurden mit Zentralbankgeld und damit eigentlich die Märkte insgesamt gestiegen sind. So nach dem Motto, die Flut hebt alle Boote. Das ist ja wohl vorbei inzwischen. Und ist das jetzt eine neue Chance für aktives Fondsmanagement? Ja und nein. Ich denke, aktives Fondsmanagement hat zu jeder Zeit seine Berechtigung. Es ist zwar immer schwierig, natürlich einen Index zu schlagen und ETFs, muss man schon sagen, behaupten sich auch gut im Markt. Aber wenn ich in Nischen gehen will, in besondere Assetklassen, in besondere Investitionsthemen, dann sind eigentlich Boutiquenfonds und damit auch aktives Fondsmanagement auf jeden Fall an erster Stelle. Ich glaube, dass sich beides ergänzt und es auf gar keinen Fall ein Entweder-Oder sein kann. Wir haben eine ganze Reihe von Zusammenschlüssen von Asset Managern, von Fondsboutiquen gesehen. Es gab aber auch ein paar Neugründungen. Wir haben eigentlich in der Vergangenheit gesehen, dass die Qualität der Neugründung besser ist eigentlich als derjenigen, die dann aus dem Markt gehen. Können Sie das so bestätigen? Ja, es gibt Neugründungen, wobei der Trend lässt im Moment auch nach. Also wir sehen jetzt von Hauck Aufhäuser Lampe aus nicht so viele Neugründungen. Ganz klar, die gekommen sind in den letzten Jahren und die sich auch behaupten konnten und gerade so die ersten ein, zwei schwierigen Jahre überwinden, die sind wirklich durchgestartet, trotz der schwierigen Marktphase. Im Moment, glaube ich, ist es nicht die einfachste Übung und der Markt ist in allen Bereichen ein bisschen langsam und vorsichtig. Deshalb hoffen wir einfach, dass es wieder mehr Neugründungen in den nächsten Jahren geben wird. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie auch beim dritten Mal dabei sind bei den Boutiquen Awards. Ich will Sie jetzt nicht davon abbringen, aber trotzdem, welche Gründe sprechen dafür aus Ihrer Sicht? Ja, für uns ist das Thema Boutiquenfonds natürlich beinahe ein historisch gewachsenes Thema, ne? Wir betreuen ja diese unabhängigen Vermögensverwalter seit ganz, ganz vielen Jahren. Und auch wenn wir insgesamt als Hauck Aufhäuser Lampe jetzt sehr stark gewachsen sind, so ist und bleibt das natürlich ein Segment bei uns im Haus und ein Geschäftsbereich innerhalb Asset Servicings, der dem ganz besondere Beachtung zukommt und den wir weiter ausbauen und pflegen wollen. Und da sind uns natürlich die Fondsboutiquen sehr, sehr wichtig. Und da ist es fast eine Selbstverständlichkeit, auch an den Boutiquen Awards vertreten zu sein. Wir hoffen also auch, dass wir die nächsten Jahre als Sponsor dabei sein dürfen. Ich wollte gerade sagen, das hört sich so an, als ob wir nächstes Jahr wiedersehen. Uns wiedersehen dann. Wir hoffen doch schon sehr. Ja. Okay. Danke Ihnen.